Moin Moin Secrets-Familie, Moin Moin Secrets-Freunde, Moin Moin Abonnenten, Follower und Liker. Ja, seit diesem Jahr dürfen wir euch so nennen. 2017 neigt sich dem Ende, Weihnachten, Silvester steht vor der Tür, der Wechsel in 2018. Und traditionell macht man ja zum Ende des Jahres so einen Rückblick, einen Ausblick. Und dieses Video soll ein Rückblick und ein Ausblick sein. Anfang 2017 gab es quasi erst die Möglichkeit, in World of Warships einen Clan zu gründen. Und daraus ist Seacross entstanden. Im Februar haben 4 Gründungsmitglieder beschlossen, einen Clan zu gründen. Eigentlich nur aus Familie und ja, Real-Life-Freunden. Im April haben wir dann uns überlegt, dass mit ein paar mehr Freunden zusammen sicherlich noch ein bisschen mehr Spaß und Spiel und Spannung in diese ganze Geschichte kommt. Und darum haben wir beschlossen, Seacrowds Ende April oder Anfang April, also im April 2017, für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und dann auch darauf hinaus im Mai 2017 mit Streaming und Replay und Videoproduktion begonnen. Es hat einfach einen unheimlich großen Spaß gemacht, sich da durchzuwursteln und zu entwickeln. Ja, wir hatten quasi von Anfang an gar keine Ahnung, wie Video- und Replay-Produktion läuft mit Clan oder ähnlichen Institutionen kannten wir uns schon aus, weil wir das schon in anderen Spielen vorher gemacht haben. Wir haben hier beschlossen, dass Seacrowds die Familienbasis nicht verlieren soll, gerade weil wir auch aus diesem Grund ja eigentlich Seacrowds gegründet haben und haben hier so einen familienähnlichen Clan aufgebaut, der sehr, sehr langsam wachsen soll, ganz bewusst langsam wachsen soll. Wir haben eine Menge Bewerbungen, eine Menge Interessenten, aber wir machen es halt immer Step by Step und machen oder wollen aus Seacrowds oder machen das quasi jeden Tag, da kriegt ihr ja mit, ein Stream- und Fun-Clan sein, der Replays und Videos produziert für euch, mit euch zusammen als einziger Clan in der in dem Streaming-Bereich, denke ich, habt ihr als einziger, soweit ich das weiß, die Möglichkeit, zum Beispiel auch bei Livestreams, euch mit reinzuklicken. Ja? Ihr kommt einfach rein auf unseren Teamspeak-Server und seid live mit dabei. Dieses Video soll in erster Linie auch ein Dankesvideo sein. Und zwar, dass ihr uns seit Mai offiziell so intensiv und toll begleitet habt. Das ist ein unheimlich tolles Gefühl, nach jedem Livestream, nach jedem Replay von euch auf den offiziellen Wegen oder auf den inoffiziellen Wegen ein Feedback von euch zu bekommen, was wir gut und was wir vielleicht nicht so gut machen, wo noch Ideen sind, was man verbessern kann. Ich glaube, unsere YouTube-Videos, unser YouTube-Kanal zeigt, wie wir uns in den vergangenen Monaten, Wochen und Tagen entwickelt haben. Wenn ich überlege, dass wir angefangen haben mit einem Koop-Gefecht einfach aus Testzwecken, das war schon damals klar, dass das nicht das optimale Video ist, aber es musste irgendwann ja mal begonnen werden, mit Input von euch auch, ja, und haben dann angefangen, unsere Replays zu produzieren und man kann hier schon sehen, wie wir uns durchentwickelt haben, ja. Später kam dann, alleine offiziell auf den Thumbnails kann man das schon sehr, sehr gut sehen, dass wir halt dann auch andere Bilder später genommen haben, dass sich auch die Beschreibungen geändert haben, dass sich unser ganzes Erscheinungsbild von dem Streambild geändert hat. Wir haben auch unter anderem europäische Replays veröffentlicht aus Frankreich und aus Spanien, die dann zum Teil auch Englisch kommentiert, als Versuch, als Experiment. Gut, mir hat es eine Menge Spaß gemacht, weil es halt auch eine Herausforderung ist, ja, als Nicht-Native-English-Speaker sozusagen, ist es immer sehr, sehr spannend, dazu zu kommentieren. Sind dann beim Deutschen geblieben erstmal. Wer weiß, vielleicht mache ich irgendwann mal wieder ein englisches Video. Aber ja, ging dann hinaus, immer weiter hinaus sozusagen zu den britischen Schlachtschiffen, zu dem Diary, was wir gemacht haben, dass ihr mit uns zusammen die britischen Schlachtschiffe erfahren konntet, mitbekommen konntet, wie der Fortschritt ist, wie die Schiffe sich so fahren. Haben hier zum Beispiel auch ein spanisches Replay veröffentlicht, hatte ich ja eben schon gesagt. Haben dann auch angefangen, Flaschenpost zu erstellen für euch, da wo es hauptsächlich darum geht, was bringt der nächste Patch als Preview, als Tippgeber. Oder wenn es halt ganz große Besonderheiten gab, wie
World of Warplanes, ja, wurde komplett überarbeitet, haben wir euch auch gezeigt, werden wir euch auch weiterhin immer mal wieder zeigen. So eine Sachen. Ja, und wie gesagt, durch euren Input, durch eures Liken, durch euer Abonnieren, durch, ja, auch bei Facebook, Twitch und so weiter, sind wir überhaupt da, wo wir jetzt sind, ja, in dem, was wir euch bieten können. Wir versuchen jedes Mal, uns irgendwo ein Stück zu verbessern. Manchmal ist das nicht so offensichtlich, dass wir uns da im Hintergrund fortentwickeln. Und manchmal ist es wieder dann umso mehr sichtbar. Die letzten Thumbnails sind ein komplett neues Konzept, was wir da erarbeitet haben. Das Erscheinungsbild unserer Streams. Hinzu seit September kommt dann auf der Facebook-Stream, dass wir also bei YouTube, Twitch und Facebook parallel streamen und man uns überall zu gleicher Zeit sehen kann, ja, und folgen kann, was sehr, sehr gut angenommen wurde, uns auch halt die Abonnentenzahl zum Beispiel zeigt, ne? Also die Abonnentenzahl ist dafür, dass wir erst 7 Monate aktiv bei YouTube sind, mit 113 Abonnenten, zum Beispiel bei YouTube jetzt, doch super, super toll. Und ja, wie gesagt, von allen hier bei C-Crowds, aus der C-Crowds-Familie, gilt euch der Dank dafür. Auch, wie gesagt, gerade in den Anfangswochen, aller Anfang ist immer schwer, ihr wisst das selber, wenn ihr mal neue Projekte startet. Ja, das war der Rückblick. Die Ausschau. Die Ausschau heißt für uns, dass wir noch mehr mit euch zusammen machen wollen. Wir möchten nicht nur euch die Möglichkeit geben, auch weiterhin mit uns gemeinsam in Livestreams zu fahren, sondern wir wollen auch in Zukunft, dass ihr noch ein bisschen mehr mitnehmen könnt. Und zwar in dem Sinne wirklich materiell. Wir wollen versuchen, regelmäßiger Gewinnspiele zu veranstalten, die dann halt Dublonen oder andere Sachen beinhalten. Wir haben das jetzt oder machen das jetzt gerade aktuell noch mit unserem Adventsgewinnspiel. Das sind sozusagen die ersten Schritte im Bereich Gewinnspiel. Auch da sind wir immer wieder dankbar, wenn ihr uns Feedback gebt, was ihr euch vorstellen könnt, was vielleicht Ideen sind, worüber ihr euch freuen würdet. Ja, macht das gerne hier auch unten in den Kommentaren. Ich möchte euch auch einfach nochmal einladen, wenn ihr zum Beispiel einfach mal sehen wollt, wie C-Crowds sich entwickelt hat, weil ihr erst jetzt dazugestoßen seid. Guckt euch unsere ersten Videos an, ihr werdet euch weglachen wahrscheinlich, und guckt euch dann zum Beispiel eins der letzten Videos an, zum Beispiel die Conqueror-Runde hier. Ja, das ist eins der letzten Replays, die wir produziert haben. Wir haben jetzt schon wieder welche in der Pipeline, also auch zwischen den Tagen werdet ihr Videos von uns sehen können. Das wird ein bisschen runtergefahren sein, jeder hat Familie und die Familie geht hier auch vor. Und ja, wir sehen uns dann allerspätestens im neuen Jahr wieder. Und ja, wie gesagt, bedanken möchte ich mich trotz alledem, obwohl ich schon getan habe, nochmal und verbleibe sozusagen mit dem Wunsch, mit dem, was ich euch wünsche, oder wir als C-Crowds Familie wünschen euch eine besinnliche und harmonische Weihnachtszeit, einen super tollen Rutsch ins neue Jahr und besonders viele Zitadellen bei den Gegnern natürlich. Haut rein, euer C-Crowds Team und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.